Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Exodus. Ja, wir sind noch immer in der Metro unterwegs, wie ihr seht. In Novosibirsk und uns geht's nicht mal so ganz geil. Da wir in Novosibirsk eine fette Strahlung abbekommen, die eigentlich so, ja, der Mensch eigentlich nicht aushalten darf. Kann. Darf, kann, soll, muss. Und wir müssen eigentlich so schnell wie möglich weiter. Aber irgendwie... Wow. Scheint... Oh. Komm hier weiter, ja. Jo. Alter. Alles ist verwirrend gerade. Wir sind nicht mehr wir und so weiter und so weiter. Kirill? Ach, das war der Oberste. Lass mich raten, das sind diese Typen, die uns hören, aber nicht sehen können. Ich wette mit euch. Boah. Sam, open dich. Die hörten sich nämlich genauso an. Ich weiß jetzt nicht mit deinem Namen. Aber die hörten sich genauso an. Falscher Knopf, entschuldigt. Das muss nicht so rumbacken. Und jetzt habe ich auch so gesehen. Egal. Es ist genau das, was ich erwarte. Ich wette mit euch so sehr. Ihr kennt noch diese Viecher, weil die kommen doch nur bei besonders viel Strahlung, ne? Aber die werden dort eher geboren oder so. Ihr hört das auch, ne? Alter, was? Seht ihr den Eingang zur Metro? Sprengt ihn! Benutzt einen Treibkäfig. Wir wollen hier keine Granatsplitter. Alles klar. Sehr gut. Richtschütze, Metro-Eingang, 11 Uhr. Treibkäfig. Was? Ziel erfasst. Treibkäfig bereit. Feuer! Verdammt! Ende der Straße, Leute! Oh, fuck. Haben die Leute absichtlich. Ich sag's doch. Ich sag es doch. Genau die werden es sein, auf die wir treffen werden. Soll ich doch da hinten. Hab's mir doch gedacht. Folgen wir ihm mal. Also, wir dürfen die nicht töten, ne?
Alles blockiert. Bis spät. Nicht verstanden, Herr Ober. Bitte wiederholen. Ende. Kontaktiere. Ich habe nicht verstanden. Bitte wiederholen. Ende. Okay. Hier lag doch irgendwas. Oder doch nicht. Da. Oh, ja. Ich versuche, die Viecher natürlich jetzt nicht umzubringen. Wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal, als wir das gemacht haben, ne, ihr wisst ja noch, vielleicht wenn ihr Metro, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war der erste Metro-Teil, gesehen habt, habt ihr auch gesehen, wie schwierig das war. Und ich hoffe, hier wird es nicht genauso schwierig, weil einige haben wir versucht umzubringen, was eigentlich nichts gebracht hat. Unter uns gesagt. Aber, ja, wir haben es damals versucht. Ach, das sind nur wir. Wir hören uns quasi. Aber auch sehr laut, furchtbar laut. Aber gut. Was ist das? Hier war doch was. Ah, ein Filter. Also die Leute sind halt alle einfach verreckt an der Strahlung. Alter, das ist doch nicht mehr feierlich, oder? Wir sind in einem Krankenhaus. Scheint so. Wir werden auf diese gruseligen Doody-Dudes stürzen. Ich wette mit euch. Wir drehen durch. Also ich, wenn es mich sehr nerven wird, werde ich einfach nur durchrennen. Also. Lenin. Typisch für Sowjetbauten, dass da irgendwas Spannendes dabei ist. Immer so, wie soll ich sagen, Malereien, Mosaike, was auch immer, so typisch. Und die U-Bahn-Stationen sehen wirklich schön aus. Also da haben die Sowjets wirklich pompös gebaut. Aber, ne? Immer zu einem Preis. Alles klar. Ich finde es gut gelöst, dass man es nicht hört, was man sagt. Aber irgendwie klar ist, dass man... Artyom ist immer so eine kleine Überraschung, sagen wir es mal so. Es erinnert sehr stark an den ersten Teil. Sehr, sehr stark. Ja, Vorlesungssaal. Die hat's wohl weggehauen. Er hört's. Wow. Ich müsste, glaube ich, mal nehmen, ne? Komischerweise war ich verletzt, ich weiß nicht warum. Ja, da sind sie ja. Wir werden denen wohl aus dem Weg gehen müssen. Na? Sag ich doch. Oh. Moin. Ich glaube, er mag uns nicht.
Aber töten können wir trotzdem nicht wirklich. Eigentlich müssen wir ihn weglocken, ne? Muss genau hinhören. Er versucht zu riechen, natürlich. Er geht in eine andere Richtung. Okay, wir sind drin. Wir müssen mega aufpassen. Das sind nicht unsere Freunde. Bin ich ganz bei dir? Hier ist einer. Seite. Entweder ist er über uns oder vor uns. Wie weit sind Sie von zu Hause weg, Erklärung? Filter. Oh nein. Das ist das Medikament, das wir finden, oder? Ich hoffe, wir müssen nicht noch häufiger bei denen durchgehen. Das war so eh öde. Aber so endet das Spiel grundsätzlich immer. Stopp. Oh fuck. Nicht nach rechts. Ich beeil mich. So. Dann nervt das nicht. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt lang? Verstehe ich jetzt nicht. Wieder runter, wieder hoch. Das hilft mir gerade nicht weiter, das ist doof. Ich hätte gesagt unten, aber unten war ja nichts. Wir probieren es mal unten. Aber wohin? Ah, vielleicht gibt es einen Aufzug. Das könnte ich mir hier sehr gut vorstellen. Es gab doch hier irgendwas, ne? Oder ich laufe halt komplett falsch. Das wäre Nummer 2. Ne, hier ist nichts. Hier ist der Aufzug. Ich hab gesagt, hier ist ein Aufzug. Aber hä? Geht's denn jetzt weiter? Jetzt habe ich das hier gemacht. Okay. Und jetzt? Also ich meine nicht, dass ich glaube, dass diese Aufzüge hier auf irgendeine Art und Weise wieder funktionieren werden, aber... Aber mich wundert es, warum sollte ich das denn sonst machen? Na komm. Komisch. Ich bin ein bisschen verwirrt.
nochmal. Bestimmt finden wir irgendwas bei diesem komischen Vieh. Irgendwas haben wir übersehen. Ah. Was jetzt? Ah. Die Tür öffnet sich. Okay. Und jetzt hier? Nee. Was habe ich denn gerade gemacht? Hört ihr das? Was habe ich das denn jetzt gemacht? Geht jetzt... Ah, hier oben geht die Tür auch auf. Alles klar. Okay, kurz, ne? Weil ich expectate jetzt hier diesen großen Hai wieder. Am Ende werden es wahrscheinlich 20 sein, dem wir begegnen. Ich sehe schon. War das nicht bei einem der letzten Teile so? Oh ja. Dem geht's nicht mehr so ganz gut. Hier gibt es nur Schnee und Hunger. Sondern nichts. Bleib da. Ich bin da. Ja, klar. Wüsste wohl lang, würde ich es auch machen. Ach komm, fuck off. Ja. Hat mich verloren, zum Glück. Ich hasse das dumme Vieh hier. Ich werde wahrscheinlich nicht einmal schießen müssen, so wie es aussieht. Und wir drehen komplett durch. Ein Feld. Ja, ja, klar. Aber er kündigt sich an, er ist freundlich. Und wieder geht's uns nicht so geil. Würde mich jetzt aber auch wundern, wenn es uns gut gehen würde. Ah, wir erinnern uns. Die alte Stelle. Immer das an. So, einmal das. Einmal das. Und gebe ihm volle Power. Also wie gesagt, wir können uns auch mit diesen Dummviechern anlegen, aber ob das so viel Sinn macht, I don't know. Wir warten. In irgendeine Richtung wird er gehen. Und die Richtung nehmen wir. Sich weg. Hast du das Vieh? Es ist halt einfach. Er weiß, dass ich da bin, aber er weiß nicht wo, glaube ich. Er weiß nicht, ob links oder rechts. Ich würde einen der beiden Wege dann gehen. Beweg dich.
Mann. Geh doch links oder rechts lang und gib mir nicht auf den Sack. Hört er das? Maybe. Er backt da rum, Alter. Ah, sehr gut. Also hier rechts, rechts ist nichts. Bin mir nicht sicher. Wisst ihr was, wir probieren's. Keine Ahnung, wo lang wir kommen. Vielleicht haben wir jetzt auch per Zufall schon den richtigen Weg gewählt, ne? Ja, sieht so aus. Was hier? Nee, doch nicht. Alter. Oh nein. Ah. Hi. Bitte. Dreh dich weg. Du bist tot. Oh, Anna. Die größte Angst, die er hat, dass sie tot ist. Aber es ist nicht so. Ja klar. Oh, es sind zwei. Das ist furchtbar. Oh, es ist langweilig. Die sind so furchtbar öde designt. Weil ja, die sind stark und das war's eigentlich auch. Und sie können dir halt super schnell folgen. Wir müssen da rein. So. Was passiert, wenn ich das mache? So, der hat jetzt was gehört. Geh da hin. Der sagt gerade nein. Wenn ich dem jetzt eine... sowas reinwerfe. Ja, die backen halt auch nur rum, ne? Das ist ein Glückwunsch. Ich versuche mal wegzulocken. Kommt er? Ich bewege mich auch gerade einfach mal gar nicht. Kommst du? So, du brennst jetzt erstmal. Hast du Bock drauf? Och nö. Alter, die schlagen mich einmal, ich bin tot. Oh. So ein öder Gegner, sorry. Schutz bitte nicht ab. Nein. Halleluja. Achso, jetzt kommt. Ja, toll. Ich muss genau die Szene wieder nachspielen. Alles klar. Gut. Ihr kennt die Szene. Ich würde sagen, wir sehen uns aber dann noch in der nächsten Folge. Ich überspringe dich. Also, ich laufe jetzt die Szene einmal durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Von daher, vielen herzlichen Dank schon mal. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.